Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Brotherhood mit mir, dem Blackbeard. So, und als allererstes muss ich erstmal loswerden, ja, warum in den letzten Wochen, sagen wir in den letzten 2 Monaten sogar fast, nur unregelmäßig Videos von mir kamen. Und zwar lag das einfach nur daran, dass ich umgezogen bin, neuen Job und so weiter und so fort, bringt viel Stress mit, Wohnung einrichten, bla bla bla. Und habe ich halt dann in letzter Zeit, kaum Zeit für gefunden, was aufzunehmen oder mal zu spielen. Und deshalb, ja, habe ich halt meinen Vorrat quasi aufgeteilt. So, den wollten wir noch kurz holen. Ja, deswegen habe ich halt meinen Vorrat quasi ein bisschen aufgeteilt und nur selten, sage ich mal, hochgeladen, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Aber ich kann euch sagen, das Ganze hat jetzt ein Ende und es wird jetzt auch wieder regelmäßig dann Videos geben. Ne? Ich bin soweit durch, ein bisschen ist noch zu tun in der Wohnung, aber bin auch auf den neuen Job eingestellt, auf die Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Das ist alles auch ein bisschen vom Zeitmanagement her getimt krieg. Und ja, so schaut das Ganze aus. Deswegen war halt relative Funkstille von mir und kam nur unregelmäßig ein bisschen was und noch nichts Neues, sondern halt wie gesagt nur mein Vorrat. Und ja. Und ich werde jetzt in Zukunft dann auch wieder weiter anfangen, bisschen altes Live, denke ich mal, zu spielen. Also Arma 3 allgemein. DayZ wird wiederkommen. Weil da sich auch einiges inzwischen getan bei den mit durch Patches und so weiter und so fort. Und mal schauen, was sich sonst noch so entwickelt. So, den haben wir immer platt gemacht hier. Mensch, du. Ja, zappel noch ein bisschen rum. Ne, wie gesagt, wieder ein bisschen DayZ, denke ich mal, kommen von mir. Und halt Arma 3 allgemein, altes Live, Battle Royale und was man da sonst so spielen kann. Also, bleibt gespannt, bleibt dran. Es wird nicht zu eurem Schaden sein, sage ich mal. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? In der letzten Folge haben wir uns ja mit der Diebesgilde quasi angefreundet, haben die quasi aufgebaut. Ne, das ist die Sackgasse, da will ich nicht hin. Wir haben Sequenz 3 beendet, befinden uns jetzt gerade in Sequenz 4. Ja. Huch, Aufzug. Ja. Schauen wir nochmal auf die Karte, mal gucken, was wir zu tun haben. Ja, ist ja gut. Ich würde ganz gerne die Karte haben. Da haben wir sie doch. So, was können wir denn noch machen? Ich würde sagen, wir haben ein bisschen Geld auf Tasche. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir doch einfach mal hier ein bisschen was weiter aus, ne? So. Ja, bauen wir einfach mal ein bisschen auf. Mal gucken, was wir hier noch so rausholen können. Hier haben wir noch ein Ding zu kaufen. Alles klar. Bevor wir uns dann letztendlich mal wieder an die Mission machen, ne? Ja, es ist auch eine ganze Weile her, dass ich hier gespielt habe, das letzte Mal. Deswegen muss ich auch erstmal wieder reinkommen in die Steuerung und, ja. Und überhaupt in die ganze Story mich erstmal wieder einfinden. So, wo ist denn hier der Schmied? Ist der hier oben? Ja, hier oben ist er. 20.000 Florin haben wir? Ja, ausbauen. 1.000 Florin können wir machen. Und ganz ehrlich, ich bin froh, wieder zurück zu sein. Überlegene Waffen sind nicht mit Gold aufzubiegen. Huch. Wobei, natürlich könnte man das mit viel Gold. Ich bin froh, dass ich alles so weit hinter mir habe, dass ich wieder da bin, dass ich wieder zocken kann, aufnehmen kann für euch und ja. Oh, Entschuldigung, der Herr. Aha. Pferdchen gerufen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber naja, wo ist denn der?
Wo ist denn der? Hä? Ist der doch hier hinten drin? Irgendwo in so einem Hinterhof oder was? Nee, der kann doch nicht sein. Der ist doch nicht in einem Hinterhof. Oder ist er oben? Der ist oben. Huch. Ja, hier oben ist er. Alles klar. Da ist er, Dottore. Den wollen wir uns auch nochmal kaufen. Ja, 8:15 kommen. Wir haben's ja. Wir haben es ja, möchte ich mal sagen. Tom, hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. So, was machen wir als nächstes? Da haben wir eine Bank. Banken sind immer gut. Kann man wenigstens ja, Geld holen. Sofern man welches besitzt. Ja, wir klettern jetzt einfach mal hier oben über die Dächer. ¥1400, jo, machen wir auch noch. Und wir räumen jetzt einfach mal ein bisschen hier auf. So, schauen wir doch mal kurz hier rein. Ist auf 30.000 gestiegen, sehr schön. Investitionen. Risikofaktor ist sehr hoch. Oha. Ja, ich habe ja momentan schon noch investiert und von daher. Mehr hinten in den, das passt hier schon. So, die Bank haben wir. Hier so eine Schatztruhe, sehr schön. Die nehmen wir auch noch mit. Habe ich eben gerade schon gehört. Oh, ein Terrakotta-Gefäß, na perfekt. Wir brauchen da, habe ich ja gemerkt, da brauchen wir auch noch zwei von. Für irgendwas. Und noch einmal diese buddhistischen Gebetsperlen. So, nächstes. Was machen wir als nächstes? Da haben wir noch einen Banner. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch hier den Stall. So, haben wir hier noch irgendwelche Nebenaufgaben, die wir machen könnten. Ja, hier Diebesaufträge können wir und dann noch so eine Schatzkammer. Das ist Romulus. Bei den Kriegen haben wir hier, Kriegern haben wir jetzt gerade nichts. Das ist noch alles gesperrt, da kommen wir nicht dran, weil da halt noch hier dieser doofe Borgia-Turm steht. Müssen wir noch befreien. Wie wir den hier kriegen, diesen Aufsichtspunkt, das ist dieser komische Turm, wo wir nicht hochkamen. Ist das, wo ich nicht hochkam? Okay. Ja, und hier geht auf jeden Fall dann die Erinnerung weiter. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal noch den Stall. Den Schmied. Bauen noch, holen uns noch hier diesen einen Tunnel. Wo muss den Tunnel noch? Ja, wir holen uns den Tunnel noch und hier den Schatz und das Banner. Holen uns dann den Tunnel und gehen dann mal zu den Diebesaufträgen. Mal gucken, was da uns erwartet. Ach. Hinter uns quasi, alles klar. So. Und wir hatten ja auch noch irgendwo so ein Versteck gehabt. So ein Wahrheitsgedöns-Versteck. Fehlen uns ja auch nicht mehr viele von, oder? 700, ja, komm hier. Wie soll ich das eigentlich mal ausgelassen, das ganze Gebäude zu renovieren? Kann mir das mal einer erklären? Das kostet doch nichts, das ist doch alles hier, Pillepalle. Und da ist ein Taschendieb, da ist ein Taschendieb, da ist ein Taschendieb. Ich will den Taschendieb. Komm her, gib die Steuerung. Da ist er. Sehr schön. Oh, da waren ein paar Söldner von mir. Sehr schön. Holen wir uns noch den Schmied. Dann holen wir uns noch diesen Schmied hier oben. Holen dann das Banner und den Schatz noch ab. Oh, nee, nicht, 1100 kann man auch noch machen. Ja, wir haben immer noch 15.000. Da können wir die ganze Stadt mit aufbauen mit dem Geld.
Wir haben eine etablierte hauseigene Schlosserei für all eure häuslichen Bedürfnisse. So, dann nochmal kurz auf die Karte schauen. Ja, das ist ein bisschen hin und her geswitcht. Holen wir uns hier die Flagge. Dann gucken wir mal, was dieses Monument noch bringt. Also was das kosten soll. Dann holen wir uns auch das erste, quasi das erste Bauwerk. Und die Frau hat Rücken. So, klettern wir einfach mal hier hoch. Ja, dann sieht uns einer, aber das interessiert uns jetzt nicht. Wir sind jetzt eh gleich aus dem Blickfeld. Komm weg. Oh ja. Sag ich doch. Kommt ihr uns hinterher? Der Befehlshaber der Garnison des Brione rekrutiert von Montag bis einschließlich Donnerstag. So, sehr schön. Der hat uns verlassen. So, hier können wir gerade mal noch nichts kaufen, weil da noch ein Turm im Weg steht. Ach, da oben ist das Banner, alles klar. Holen wir uns. Ist ja kein großer Akt. Mal kurz hier hinaufzuklettern, auf das Kreuz und das Banner einzukassieren. Sehr schön, das hätten wir. Und da drüben steht die Schatztruhe. Okay, da steht auch natürlich noch eine Wache da drüben auf der anderen Seite. So, den machen wir jetzt gleich mal ganz einfach hier. Hinterrücks. Und unauffällig. Plündern die mal ganz kurz. Und holen uns die Schatztruhe. Ja, nee, gut, das ist so hier dieses Pantheon, ne? Ja. Das Pantheon. Ich glaube, das kann man. Das ist ein bisschen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß für unsere Geldbörse, oder? Ja. 50.000, die haben wir noch nicht. So. Wo war jetzt hier der Brunnen? Ich wollte mir doch noch einen Brunnen holen. Ach, genau da. Direkt, ach, hier oben, direkt um die Ecke. Sehr schön. Hol mir noch so einen Tunneleingang. Ach, da vorne steht er ja schon und blickt mich an. Und den renovieren jetzt auch noch kurz. So dass wir dann über diesen Tunnel direkt zur Diebesgilde reisen können. Kaserne, Rosa in Fiore, Diebesgilde. Einmal durch die Tunnel, bitte. Ja, haben wir jetzt 6 von 18 renoviert, das ist ein Drittel. Sehr schön. Oh, hier haben wir noch einen Schmied, den haben wir noch nicht aufgekommen. Ich will auch nicht ständig nach meinem Pferd pfeifen. So, machen wir hier gerade noch in der Umgebung mit Diebesgilde die 2 Dinger. Da drüben noch den Maler und den Arzt. Und dann sollte es auch gut sein. Nur die angesehensten Kunden beehren dieses Geschäft. Huch. Die Elite weiß, wo man die beste Ware bekommt. Den machen wir noch und dann machen wir noch den Schneider und dann kümmern wir uns um die, um den Diebesgildenauftrag. Ja, genau, hier steht das Schwert. Was? Nein, ich möchte das nicht. Ich wollte schon sagen, das Pferd steht jetzt so im Weg. Und den holen wir uns auch noch. Oh, und die Rabatte haben sich erhöht bei den Kunsthändlern. Na, sehr schön. Oh, Gesamtwirtschaft Roms, Bronzemedaille. Sehr schön, so, was hat nicht gesagt?
Ja, da haben wir, genau, da haben wir auch noch dieses Versteck. Da können wir auch noch mal irgendwann mal machen. Diese komische Pyramide, die man auch noch kaufen kann. Oder haben wir auch noch Ställe? Komm, die Ställe holen wir uns auch noch hier. Komm, komm ran. Da. So. Entschuldigung. Er ist sehr hübsch und billig. Nein, nicht klettern. Soll's laufen. Ich habe einige feine Waren zu bieten. Dinge, von denen ihr nicht wusstet. Und da haben wir auch die Pferdestelle. Sehr schön. 780. Geschenkt. Erfolge. Heimwerkerkönig. Sehr schön. Und dann wollen wir doch mal schauen, was es sich hier in der Diebesgilde zu tun gibt. Ist der betrunken? Weil wir sehen ja, wir haben ja hier dieses an. Zeigt eure eckige Gerät. Wir haben hier bei der Diebesgilde haben wir ja die Raute als Symbol. Quasi. Und zum Unterschied hier zum Beispiel beim Bordell ist ja diese die Wabe, genauso wie bei den Kriegern, ist ja auch die Wabe. Und sollte ein Gebäude, ach genau, die kann man ja dann auch noch kaufen, richtig. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in die Diebesgilde. Mal schauen, was La Volpe für uns zu tun hat. Interagieren. Ezio. Braucht ihr meine Hilfe? Die Diebe in Roma sind jung. Geschickt, aber jung. Leicht zu provozieren. Ein Bandenkrieg? Die Cento Occhi. Cesare Borgias Stiefellecker. Sie bereiten uns große Probleme. Wo finde ich sie? Meine Diebe zeigen es euch. So, dann wollen wir doch mal schauen, dass wir die Cento Occhi quasi aus dem Weg geräumt bekommen, möchte ich mal sagen, um es mal freundlich auszudrücken. So, und Diebesmissionen sind jetzt auch auf der Karte markiert und zu erledigen, genau, sehr schön. Er wäre dann quasi ja hier, ne? Da haben wir noch einen Schatz. Den würde ich sagen, nehmen wir uns noch mit. Und da dieses Romulus, der Romulus-Schatz, den lassen wir dann noch mal ein bisschen außen vor. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal ein bisschen weiter um Mission, dass wir da ein bisschen weiter vorankommen. Wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss, die Romulus-Verstecke werden wir auf jeden Fall noch machen, weil da gibt es dann noch einiges zu holen. Besonders wenn wir dann letztendlich den, quasi den Jackpot knacken. Und wir alle Teile für den Schlüssel haben. Dass wir dann da reinkommen, ne? Oh, noch ein Terrakotta-Gefäß, sehr schön. So, was habe ich noch? Wartet mal gerade. Ne, das ist ein Borgia-Turm, da möchte ich nicht rein. wo befinden wir uns denn eigentlich gerade? Wir haben doch hier irgendwo noch das, ach, das Versteck ist da oben, okay, alles klar. Naja. Wir gehen jetzt einfach mal darüber zum Diebesauftrag oder nein. Wir sind schon mal hier in der Ecke sind. Holen wir uns noch das Versteck vom Romulus. Rufen unser Pferdchen. Oh, ein schönes weißes. Komm her. Schwupp. Wieso habe ich einen Gesuchtstatus? Kann mir das mal einer erklären? Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts getan. So, wir reiten jetzt erstmal hier. Zu der Pyramide.
haben wir sie. Und kümmern uns dann mal um das Romulus-Versteck. So, aber bevor wir das machen... Obwohl, komm. Machen wir jetzt noch diese Folge. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Folge vielleicht schon beenden sollte. Aber das Versteck machen wir jetzt gerade noch hier. In dieser Folge. Quasi so als Willkommen zurück. Ein bisschen extra Länge. Oh. Jetzt hier so stürmisch. Volle Synchronisation, die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Den Bau der Anhänger finden, alles klar. Dann laufen wir doch mal. Gut, das Ganze geht also auf Zeit, das ist schon mal sehr schön. Gut, da war eine Sackgasse, alles klar. Nein, nicht dahin. Sollst hier durch. Schwupp, 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 schwupp. Ich ignoriere jetzt einfach mal sämtliche Seitengassen. Auch auf die Gefahr hin, dass da vielleicht noch irgendwelche Verstecke sind. Also Schatzkisten und so weiter, weil ich es jetzt mal versuchen möchte, auf Anhieb die 8 Minuten zu unterbieten. Für volle Synchronisation. Das ging Flux. Oh, das ging ja mal quasi fast von automatisch. Und jetzt haben wir hier quasi sowas wie eine Art Labyrinth oder wie? Okay, da haben wir eine Schatztruhe, die nehmen wir mit. Oh Gott. Geht das hier durch? Rechts rum? Geradeaus? Da geht's rum. Huch. Alles klar, hier ging es also weiter. Sehr schön. Wow. Bleibt ihr da hängen? So, hier durch. Gehen wir hier links rum. Nochmal links rum. Sieht doch gut aus, jawohl. Ich glaube, das war sogar der richtige Weg, oder? Es geht, glaube ich, dort hinunter müssen wir. Oh weh. Okay. Also gut, also einfach fallen lassen. Keine gute Idee. Keine gute Idee, einfach fallen lassen. Dann schauen wir doch mal. Dass wir das vielleicht mal ein bisschen... Ui. Wo wollen wir eigentlich die Achterbahn hin? Alles klar. Wollen wir da rein? Ne, hier ist eine Sackgasse.
Wollen wir darüber? Okay. Es könnte glatt ein bisschen knapp werden mit der Zeit, aber... Ich weiß, mal schauen. Nein, wieder eine Sackgasse. Nur die nächste Truhe mit. Verdammt. Das hier ist halt so ein bisschen, ja, Trial and Error, wenn man den Weg nicht kennt. Die Schatzkiste lasse ich jetzt mal links liegen. Oh, fuck. Ich hätte klettern sollen? Sag mir das auch einer. Ich glaube, die 8 Minuten wird ein bisschen eng werden. Ist einfach mal nur so eine Vermutung von mir, dass das mit den 8 Minuten nicht mehr klappen wird. Sackgasse, umdrehen. Da geht's hoch, alles klar. Sehr schön, da haben wir noch einen Banner. Wobei, wir sind fast da, wir haben es fast geschafft. Da oben rein müssen wir. Die den Romulus-Kult anführen. So, dann schauen wir doch mal, ob wir da nicht wie hochkommen, ne? Ich meine, wir sind ja nicht umsonst Assassine. Wir haben ja nicht umsonst eine herausragende Kletterfähigkeit. Wie gesagt, ich glaube, das mit den 8 Minuten, das könnte jetzt tatsächlich ein kleines bisschen eng werden. So, da haben wir jetzt wenigstens schon mal einen kleinen Shortcut, eine Abkürzung. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. So, wir sind oben. Sehr schön. Und weiter geht's. Lauf, Ezio, lauf. Beeile dich. Spute er sich. Geradeaus. Rechts. Rechts. Nein, Sackgasse, verdammt. Oh, shit. Sackgasse. Dann geht's hier lang. Links rum. Sieht gut aus. Oder kam ich hierher? Nein, hier kam ich nicht her. Alles klar. Oh, das ist mit der Truhe drin. Verdammt. Aber hier auch nicht lang. Alles klar, dann versuchen wir jetzt hier vorne. Dadurch. Hier links rum. Okay, ja, die 8 Minuten können wir sowieso vergessen, also komm. Nehmen wir schon mal hier die Truhen mit, die wir noch unterwegs finden. Oh, 1600 plus indische Diamanten. Respekt. Was haben wir denn hier drin? So, das ist einfach dann nur noch Wegfindung merken, sag ich mal. Einfach nur merken, wo man langläuft. Wo man herkommt, wo es dann weitergeht. Und ich habe mich hier schon gnadenlos jetzt verirrt. Kannst du mir glauben. Ich habe mich, glaube ich,
Verlaufen? Gnadenlos? Nein, nicht gnadenlos. Da geht's weiter. Yay. Gott, ey, hier in 8 Minuten durchrushen? Wie soll das denn funktionieren, bitte? So, jetzt nicht so weit kämpfen müssen. Och nö, ich will nicht kämpfen. Höre uns, oh Romulus. Was soll mit diesem Eindringling geschehen? Hört nicht hin. Die Borgia sprechen durch ihn. Kein Gott. Der Assassine muss sterben. Wir fallen zurück. Schneller, Brüder. Da ist er. Laju. Ja komm, du kletter doch. Ach, Alter, was machst du denn da? Gut, volle Synchronisation fehlgeschlagen, wir haben es ja schon mitgekriegt. Haha. Ja genau, fall ganz runter. Und wieder runtergesprungen. Ja, ey, hallo. So, kann man die irgendwie so plündern hier? Ja, komm mal plündern. So, dann pfeifen wir uns jetzt mal ein bisschen Medizin ein. So. Ja, die volle Synchronisation ist ja sowieso fehlgeschlagen und von daher ist es ja mal relativ egal. Die nehmen wir auch noch mit. Immer noch ein bisschen Geld dabei. So. Wo war die Leiter? Wo war die Leiter? Wo war die Leiter? Da ist die Leiter. So. Leiter hoch. Zup, 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 zup. Einmal rüber. Hier haben wir auch noch 3 Stück liegen, die wir plündern können. Sehr schön. Und wie gesagt, das ist alles nur auf Zeit zu spielen. Da muss man erstmal in dem Labyrinth den Weg quasi wissen, wo man da langlaufen muss. Ja. Und dann hier auch ein bisschen Glück haben, was das Geschick der Wölfe angeht, die da mit Messern und so nach einem werfen, wenn man klettert, dass man da nicht getroffen wird. Also da gehört auch noch ein bisschen Glück dann zu, aber naja, naja, naja. Da wollen wir rein, also gehen wir jetzt da oben auf den Balken. Ne, wir waren ja fast hier oben, wir standen ja schon auf dem Balken drauf. Bis uns da dann einer quasi runtergeworfen hat. So, nehmen wir den Aufzug mit. Und da wären wir auch gewesen dann schon, ne? Ja. Also in den ersten Teil sollte man in ungefähr, sag ich mal, 5 Minuten vielleicht abfrühstücken. 5 bis 6 Minuten, aber dann noch ein bisschen Zeit hat, letztendlich dann vielleicht doch noch einen Sturz oder so zu überstehen. Da ist noch eine Truhe. Das heißt, das werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal wiederholen. Irgendwann mal. Aber hier ist noch nicht im Anschluss. So, wir werden jetzt hier durch die Tür schreiten.
Haben wir jetzt 3 von 6 Schiffrollen, also auch 3 von 6 Schlüssel. Ja, volle Synchronisation, fehlgeschlagen, egal. Aber wenigstens erfolgt Totengräber 2.0. Wir sind Totengräber 2.0, die verbesserte Version. Sehr schön. The Grave Digger. Oh, wer kennt ihn noch? Grave Digger. War damals mein absoluter Lieblingsmonster-Truck, der Grave Digger. Weil er immer eine ziemlich geile Show hingelegt hat, wenn er einen Auftritt hatte. So. Oh, Aventino. Hier soll irgendwo auch noch so ein Wahlversteck sein. Was ist denn hier? Okay, er hat dann noch einen Liebesauftrag für mich. Sehr schön. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Ja, ich werde nur mich selbst verletzen, wenn ich so weitermache. Warte mal gerade. Aventino. Was ist ein Aventino eigentlich? Nee. Mit einmal zurück. Datenbank. Letzte Einträge. Ja, Aventino. Noch einer der 7 Hügel Roms, auf denen die antike Stadt errichtet wurde. Aventin war während der Monarchie in der frühen Republik von Amphora, im Jahr 456 vor unserer Zeitrechnung, wurde ein Gesetz erlassen, das es Plebejern erlaubte, dort Grundstücke zu erwerben. Und so wuchs die Stadt schnell über ihre Stadtmauern hinaus. Dieses schnelle Wachstum machte die Stadt verwundbar für Angriffe der Gallier. Aber erst nach einer blutigen Invasion verabschiedete der Senat das Vorhaben, eine neue Mauer zu errichten, die den Aventin einschloss. Eine etwas späte Ansicht, dem Gerangel um die Einführung eines öffentlichen Gesundheitssystems in den USA erschreckend ähnlich. Okay. Oh gut, das ist also dieser Hügel, wo der Turm draufsteht. Sehe ich das richtig? Das heißt, da hat es auch auf jeden Fall noch so einen, Was bist du denn für einer? Egal, möchte ich jetzt nicht. Ich will jetzt erstmal schauen, dass ich, genau, die Folge beende. So. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid auch wieder dann dabei, wenn es jetzt endlich weitergeht mit aktuellem Zeug von Assassin's Creed Brotherhood. Ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch. Ihr habt Spaß dran. Ich habe auf jeden Fall Spaß dran. Ich habe wieder richtig Bock drauf. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch nächste Folge wieder einschaltet. Also quasi dann morgen. Zu Part, ich glaube, Nummer 21. Das ist, glaube ich, der 20. Teil. Genau, das ist heute. Heute ist Teil 20, morgen kommt dann Teil 21. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr schaltet noch morgen wieder ein. Bis dahin, euer Blackbeard.